Hallöchen, liebe Kaffeegäste. Wir stellen euch heute ein neues Projekt vor. Und damit herzlich willkommen im Video. Bevor wir euch jetzt allerdings gleich erzählen, also das wird auch kein langes Video insgesamt, was das denn für ein Projekt ist und auf was ihr euch da freuen dürft, wollen wir euch noch ein paar allgemeine Infos, die da außen drumherum noch schwirren, mit an die Hand geben. Genau. Ja, wie schaut es aktuell aus? Mich haben ganz viele Nachrichten erreicht zum Thema Herbstserie und dass sie sich auf das Herbstrelease und auch auf das Weihnachtsrelease schon so freuen. Ich sag's auch gleich dazu, ich hatte eine Herbstserie, die ist an sich fertig, aber es wird dieses Jahr von uns sehr, sehr schweren Herzens kein Herbstrelease geben. Das hat verschiedene Gründe, auf ein paar sind wir im Livestream auch schon ein bisschen eingegangen und so, aber im Endeffekt lag es jetzt fast ausschließlich daran, dass es einfach ein bisschen knapp geworden wäre zeitlich, weil wir erst jetzt mehr oder weniger unser neues Papier gefunden haben. Wir warten da aktuell auf den Testdruck, aber es schaut schon echt toll aus, was wir gesehen haben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen. Genau, da dürft ihr euch auf einen ganzen Haufen freuen. Aber uns ist da einfach so ein bisschen die Zeit ausgegangen, dann das Herbstrelease noch sinnvoll zu machen und dann das Weihnachtsrelease. Das heißt, das Herbstrelease gibt es dieses Jahr nicht. Dafür dürft ihr euch auf ein etwas früheres und größeres Weihnachtsrelease freuen. Und auch außenrum wird es da noch das eine oder andere Neue geben, eben durch das Papier. Also da dürft ihr auf alle Fälle gespannt sein. Um da up-to-date zu bleiben, verfolgt einfach unsere Social-Media-Kanäle. Hier hauptsächlich. Auf YouTube, auf Instagram, um da up-to-date zu bleiben. Und die Links dazu gibt es auch in der Videobeschreibung. Genau, da wird nochmal richtig frischer Wind in unseren Shop geblasen werden, auf jeden Fall. Da dürft ihr auch was freuen. Also ihr müsst nicht so traurig sein. Genau. Auch weil es die Serie, die jetzt rausgefallen ist, die ist fertig. Also die gibt's. Aber halt dann erst nächstes Jahr. Also ihr müsst einfach nur ein Jahr länger, nur ein Jahr länger drauf warten. Ja, wir sagen immer, bei uns gibt es alles, aber es dauert einfach. Genau. Außerdem, wir haben das auch schon öfter gesagt, bloß dass wir es hier jetzt nochmal gesagt haben, es gibt dieses Jahr keinen Adventskalender bei uns. Wir hatten da ja drüber nachgedacht. Wir wollten auch eigentlich gerne, wir hatten auch da schon Überlegungen angestellt und so, aber auch da hatten wir nicht wirklich eine Möglichkeit, das sinnvoll umzusetzen und deswegen ist auch der leider gestorben. Wir wollen einfach ja nichts angehen, wo wir uns nicht sicher sind, dass wir es aus unserer Sicht hundertprozentig umsetzen können und ja. Wir wollen euch da halt einfach tolle Produkte bieten und wenn das dann so ein halb hingerotzter Kalender ist, dann sind wir da nicht stolz drauf und vielleicht wird es euch gar nicht auffallen, aber ich persönlich will einfach nichts rausbringen, auf das ich nicht total stolz bin. Und deswegen keinen Adventskalender. Leider, leider. Genau, das war's. Aber wie gesagt, das Weihnachtsrelease wird spitze und was da noch kommt, also da freue mich schon unglaublich. Genau, es wird einiges geben. Und damit geht es jetzt zum eigentlichen Inhalt des Videos, und zwar der Projektvorstellung. Und dieses Projekt ist das CCMP. Das steht kurz für, also für, ist ein bisschen lang, genau. Wir wollten es abkürzen. Das steht für das Kaffee Constanze Monatsprojekt. Und ja. Was ist das CCMP oder eben auch Kaffee Constanze Monatsprojekt? Ja, das besteht eigentlich aus verschiedenen Bestandteilen. Und zwar ist es mal in erster Linie einfach ein Projekt. Da wird eine Materialbox dazu geben, ein YouTube-Tutorial, das auch frei verfügbar sein wird, und einen eventuell Livestream. No. Und jetzt habe ich sehr dumm geschaut. Wie der Name schon sagt, ist es eben, wird es das einmal im Monat geben. Genau zu dem Inhalt. Ja, das Projekt, Herr Konstanz hat schon gesagt, das ist einfach irgendein Bastelprojekt, was sie sich eben ausgedacht hat, gefunden hat, toll gefunden hat, das dann eben aufbereitet wird in einem Video, so ähnlich wie ihr das eh schon gewohnt seid, aber vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung Tutorial und zum Nachbasteln aufbereitet. Und neu wird es eine Materialbox geben. Da werden wir auch schauen, dass der Preis relativ gering ist. Also ich möchte euch mal ein Beispiel geben. Die erste Materialbox oder das erste Projekt, was wir da jetzt geplant haben, wird 3,59 Euro kosten. Zuzüglich Versand. Zuzüglich Versand, möchte ich ausdrücklich dazu sagen. Genau, ihr könnt dann also quasi das auch einfach bei eurer normalen Bestellung mit dazu packen, so war das gedacht. Genau. Die wird dann immer halt, solange der Vorrat reicht, verfügbar sein, beziehungsweise
maximal einen Monat, genau, bis dann eben die nächste kommt. Wir werden das also dann nicht dauerhaft im Shop vorhalten. Und der Livestream ist noch so ein bisschen optional. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ob Konstanze ja, dann Zeit hat. Wir hatten das so gedacht, dass man das initiale Video rausbringt und dann ein, zwei Wochen später am Wochenende zusammen basteln kann mit dem Projekt dann eben. Die Idee war da eben so ein bisschen eigentlich, weil es ist ja Café Konstanze, die Idee war da so ein bisschen so ein digitales Café schon fast, dass wir einfach zusammenarbeiten, eben ein festes Projekt aber haben, dass es nicht so chaotisch wird, weil ich finde, wenn man zusammen bastelt an verschiedenen Projekten, wird das ganz schnell ganz chaotisch. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, ein Projekt, das ist einfach was Schönes, auch dass man so eine, ja, eine Kleinigkeit einfach hat, die man auch umsetzen kann an einem festen Termin oder eben auch nicht, also je nachdem, wie man das möchte. Es kann ja sein, dass man an einem Tag vom Livestream keine Zeit hat, deswegen eben auch mit dem Video. Das Video, wie vorhin schon erwähnt, wird trotzdem frei verfügbar sein, das heißt, wenn ihr die Monatsbox nicht kaufen wollt, könnt ihr euch auch eure eigenen Materialien zusammensammeln. Also da ändert sich eigentlich zu einem normalen YouTube-Video nicht wirklich was. Das war uns auch wichtig. Genau. Wir haben auch überlegt, ob wir das dann insgesamt hinter einer Paywall haben wollen. Und da haben wir einfach gesagt, nein, das finden wir nicht so gut, weil ja, man muss nichts kaufen. Wir verdienen auch an dem YouTube-Video zwar nicht wirklich viel Geld, ja, ab 5 Euro oder so sind es ja dann doch, was wir an den Videos auch verdienen. Insofern, das ist schon in Ordnung. Aber für die, die sagen, hey, ich würde gerne was ausprobieren mit den Produkten, die dann jeweils eben verwendet werden und ich will aber nicht so viel kaufen, sondern zum Beispiel, jetzt als Beispiel mal, ja, in dem ersten Projekt wird ein bisschen Band mit dabei sein, es ist dann halt genau die Produktmenge dabei, die man auch für das Projekt braucht. Was dann es hat eben auch schön günstig macht, ne, muss man auch genau, sagen. Genau, und man hat halt einfach dann nicht so viel auch rumliegen, beziehungsweise ist halt auch einsteigerfreundlich, wenn man einfach mal was ausprobieren möchte. Das waren so ein bisschen die Gedanken, die wir dabei hatten. Auch zum Inhalt vielleicht noch, das wollte ich noch sagen. Am Anfang wird es natürlich einiges sein, was wir schon im Shop haben, auch einfach, sage ich auch ganz fairerweise. Aber wir werden da auch so ein bisschen versuchen, einfach mal auch Produkte in den Materialboxen drin zu haben, die wir so nicht im Shop haben oder noch nicht im Shop haben, besser. Das heißt, ihr kriegt dann auch als Erste sowas von den neuen Produkten dann mit. Wie läuft das Ganze zeitlich ab? Das haben wir ziemlich noch nicht gesagt. Ist uns gerade noch aufgefallen. Und ja, der Zeitplan innerhalb des Monats für diese ganzen Sachen wird so ablaufen, dass wir um den ersten des Monats, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie wir fertig sind. Und auch wie die Wochentage fallen, also das ist das Nächste. Wir würden nämlich immer gerne das Wochenprojekt zum Wochenende, ja, Monatsprojekt zum Wochenende rausbringen. Genau. So rum. Also um den ersten rum kommt die Box mit dem Material in den Shop. Das heißt, da könnt ihr schon bestellen und dann läuft es den Monat eben über durch mit kriegt der Box. Kriegt ihr hier mit, kriegt ihr auf Instagram mit. Ich werde es in die Stories jeweils posten und in die Community-Beiträge, genau, dass die übrigens verfügbar ist. Da dann auch die Infos, sollte das Projekt aus welchen Gründen auch immer einen Monat über ausfallen. Dann zum Ende der ersten Woche hin, also dann wahrscheinlich der Freitag in der ersten Woche des Monats, kommt das Video online. Dann lassen wir wieder 2 Wochen, also das Video ist dann immer online, ja, das könnt ihr jederzeit anschauen, auch 2 Jahre später. Und dann am Wochenende der dritten Woche wäre, wenn der Livestream stattfindet, der Livestream angesetzt. Das erfahrt ihr quasi immer in dem Video. Genau, also das wird dann jeweils in dem Video drin sein, mit Datum und Uhrzeit, damit das dann einfach vorgeplant ist. Und damit ihr euch auch entscheiden könnt, möchte ich jetzt ein Video basteln oder habe ich Zeit zum Livestream? Genau, und Das sind die Inhalte und das ist ungefähr der Verlauf im Monat. Und wenn es abweicht, dann erfahrt ihr das natürlich auch. Ansonsten, was vorher wir jetzt zwar durchklingen haben lassen, aber es ist natürlich vollkommen in Ordnung, auch wenn im Livestream nicht mit der Box gebastelt wird, sondern mit eigenen Produkten. Ihr wisst, wie das bei uns ist. Wir sind da jetzt nicht unbedingt extrem böse drüber, wenn es nicht der Fall ist, dass unsere Produkte zu 100% verwendet werden. Also im Gegenteil, macht, was ihr wollt. Wir freuen uns, wenn ihr die Box verwendet, weil das ist natürlich der Sinn der Sache. Aber es war eher so die Idee, euch so ein Allround, so ein bisschen wie All-Inclusive-Urlaub, aber im Basteln. Ja, deswegen haben wir es auch so gemacht, dass man es eben immer auswählen kann, was genau man davon haben möchte. Konsumieren, das böse Wort. Ja, wenn ihr die Box haben wollt, nehmt ihr die Box. Wenn ihr das Video nur anschauen wollt, um unterhalten zu werden, schau dir nur das Video für Unterhaltung an. Der Livestream wird natürlich auch für alle Leute zugänglich sein, ne? Also nicht nur für die
Boxkunden. Und damit bedanken wir uns bei euch, so schwieriger Satz, für eure Aufmerksamkeit und hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen, liebe Kaffeegäste.